Neuigkeit über unseren jungen Hugote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Still! Das Episongus! Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Das musst gerade du sagen. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Na,
dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Das war die... Oh. Darauf warte ich schon. Seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast. Komm schon. Ich hab es. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass Sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich Sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Wow, noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Kannst du mir zur Hand gehen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Kannst du mir helfen? Mach ich. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Jetzt! Ist recht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein.
Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Wie du willst. Rodrik? Ja. Warte. Nicht gut an. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Das lasse ich lieber, wo es ist. Rodrik? Sofort. Perfekt. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Soll ich? Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Die Kiste da drüben. Du könntest sie als Keil benutzen. Gute Idee. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns.
gut, du... Also los! Ja. Nein, halt! Ist recht. Also los! Hört sich gut an. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich. Amicia de Rune. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Ihr könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Bereit? Das wird die Hölle. Schnell und wie ich bereit bin. Oh. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Konnten wir nur so sehr die schwere Kontrolle Rüstung. Verlieren. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rodrik? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Dieses Geräusch. Was war das? Der ist für dich. Du bist erledigt. Gut gemacht. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen.
Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich hab... Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Aufgepasst! Da ist jemand! Wir wirklich da rein? Ja, tief. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Hier. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Komm schon. Hörst du mich? Verschlossen.
Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Ich öffne sie. Ulrich, geht's dir gut? Ja. Auf, wir sind fast da. Scheiße, nach links. Komm, hier lang. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen.